Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Gerhardes und heute bin ich mal wieder in beratender Funktion für euch unterwegs. Wir schauen uns nämlich mal das Spiel Dying Light an, das für die Next Generation Konsolen, also auch für den PC erschienen ist, also für Xbox One, PS4 als auch eben den PC. Und was ich von dem Spiel halte und für wen das Spiel vielleicht was ist. Und vorab, wenn man die Frage stellt, sollte man Dying Light kaufen, kann ich weder mit Ja oder Nein antworten. Das kommt ganz darauf an, was ihr von dem Spiel erwartet und was ihr für ein Typ von Spieler seid. Und das bringe ich euch in den nächsten Minuten näher. Für wen ist das Spiel geeignet und wer sollte vielleicht lieber die Finger davon lassen? Zuallererst zur Story. Erwartet euch bloß überhaupt nichts von der Geschichte von Dying Light. Die Geschichte ist zwar 20 bis 30 Stunden lang, je nachdem, wie viel Zeit ihr euch lasst. Aber sie hat null Überraschungen oder Wendungen, die man nicht schon eine Meile vorher hätte vorausahnen können. Wir spielen einen GIA-Agenten, der über einer türkischen Stadt per Fallschirm abgeworfen wird, um ein Heilmittel für eine Zombie-Epidemie eben zu suchen. Und unser Hauptcharakter ist nebenbei auch noch super unsympathisch. Und da hilft es auch nicht, dass er oftmals Entscheidungen trifft, die einfach nicht gut sind und die man nicht nachvollziehen kann. Und er dann immer so sagt, ja, will ich ja eigentlich gar nicht tun, aber ich mach's jetzt trotzdem. Nur weil jemand sagt, also weil euch jemand ins Gesicht haut und dann sagt, es tut mir leid, ist das ja trotzdem nicht in Ordnung. Insofern, der Hauptcharakter ist ein unsympathisches A-Loch. Ne? Das wird im Verlauf der Story ein bisschen besser, aber wirklich sympathisch wird er nie. Auch die Charaktere, die ihr trefft, sind austauschbar und wenn irgendwelche wichtigen Charaktere sterben, denkt man sich, ja, pff. Ja, und weiter, also wirklich emotional ist es auch nicht, aber dafür sind die Nebenquests großartig und die erzählen super Geschichten, wesentlich bessere Geschichten als die Hauptstory. Aber was macht man jetzt eigentlich in Dying Light? Ihr seht im Hintergrund schon das Gameplay. Im Prinzip ist es, wer schon mal Dead Island gespielt hat, ein Dead Island mit Parkour-Mechanik à la Mirror's Edge. Sprich, ihr metzelt haufenweise Zombies zu 95% der Zeit mit Nahkampfwaffen. Es gibt natürlich auch Schusswaffen, wie ich auch in dem Video noch zeigen werde. Aber das ist nicht euer Haupthandwerkszeug, um euch da Zombies zu entledigen. Dabei gibt es auch noch menschliche Gegner und da schnetzelt ihr euch eben durch. Das heißt, die meisten Aufgaben sind an sich, gehe zu Punkt A, hole mir Sache X und das war's. Aber gerade bei den Nebenquests wird das im späteren Spielverlauf schick verpackt in schöne Geschichten, die da erzählt werden. Am Anfang sind auch die Nebenquests noch nicht so auf einem ganz hohen Level, aber wie gesagt, das steigert sich dann. Die eigentliche Größe der Karte, also was ja für ein Open-World-Spiel meiner Meinung nach recht wichtig ist, kommt euch am Anfang ziemlich groß vor, ist es aber gar nicht. Später kriegt ihr noch die Fähigkeit, dass er mit so einem Art Spider-Man-mäßigen Enterhaken euch durch die Lüfte katapultieren könnt, was ich euch auch im Gameplay zeige. Damit kommt ihr noch wesentlich schneller voran und dann sieht man erst, wie klein das Gebiet eigentlich ist. Es gibt zwei Hauptgebiete, die Slums und die Altstadt. Die Slums sind etwas größer, finde ich auch die coolere Umgebung. Die Altstadt turnt man eben mehr so in Assassin's Creed-Manier über die Dächer. Und es sieht hübsch aus. Es hat Tearing- und Kantenflimmern-Probleme hier und da, aber trotzdem ein sehr hübsches Spiel. Also kann man sich wirklich angucken. Gibt einige schöne Momente, gerade wenn die Sonne untergeht und ihr gerade in der Altstadt Richtung See guckt, ist das schon sehr, sehr schön. Abgesehen davon, soundtechnisch, der ist super, den kann ich wirklich hervorheben. Es ist eine tolle Zombie-Atmosphäre, sowohl die Soundeffekte als auch die Soundkulisse, der Soundteppich, der sich da ausbreitet. Gerade wenn man mit Headset spielt, kriegt man das super mit. Sehr, sehr geil, wenn auch subtil. Also da wird euch nicht irgendwie die ganze Zeit aufdringlich Musik entgegenflimmern. Das läuft zwar meistens Musik, aber so seicht im Hintergrund, die unterstützend wirkt zu dieser Atmosphäre. Eine wirkliche Horroratmosphäre kommt nur am Anfang auf. Denn der Kniff von Dying Light ist es, dass eben, wenn die Nacht einbricht, sich das Gameplay umkehrt. Während wir am Tag total übermächtig sind und alle Zombies locker kaputt hauen können, werden wir vom Jäger zum Gejagten, wenn es Nacht wird. Denn dann gibt es Sucher, also so Sucher-Zombies, die euch eben verfolgen. Und das kann man sich ähnlich vorstellen wie ein Fahndungslevel bei GTA. Wenn euch dann zu viel auf den Fersen sind, wird es ganz schön eng und dann muss man einfach abhauen. Und gerade am Anfang hat man keine Chance wirklich gegen die im Kampf zu bestehen. Aber Balancing-Problem. Im späteren Spielverlauf werdet ihr so stark, dass es überhaupt kein Problem mehr ist, mit diesen Suchern fertig zu werden oder mit den stärkeren Zombie-Typen. Das ist überhaupt kein Thema mehr. Abseits davon, zwischen einem anfangs super funktionierenden Tag- und Nachtwechsel, später, wie gesagt, ist es nicht mehr so, dass ihr euch in die Hose macht, nur weil es gerade dunkel wird.
Ist es recht cool, dass man seinen Charakter nach und nach eben auflevelt in drei verschiedenen Skilltrees. Je nachdem, was er macht, wenn er viel parkourmäßig unterwegs ist, gibt es eben Skillpunkte für diesen Parkour-Skilltree und ihr könnt eben noch schneller vorankommen oder coole Manöver ausführen. Also am Anfang seid ihr recht limitiert von euren Möglichkeiten, wie ihr Gegnern erledigt, wie ihr euch durch die Welt bewegt und das verbessert sich von Stunde zu Stunde, indem ihr levelt. Ihr kriegt auch immer bessere Waffen, könnt ihr mit Mods versehen. Und was ich besonders geil finde, was ich in Zombie-Spielen immer mag, ist, ihr könnt alles durchsuchen nach Loot und das Ganze ist auch plausibel. Das heißt, ihr wisst, wenn ich jetzt einen Polizeiwagen knacke, werde ich da drin wahrscheinlich eine Schusswaffe finden. Oder wenn ich jetzt einen Krankenwagen im Schloss aufknacke, hat eben irgendwie diese Schlosskackenmechanik, die man auch schon aus Oblivion und Skyrim kennt, dann werde ich da wahrscheinlich ein Medikit oder Sachen finden, mit denen ich mein Medikit craften kann. Denn auch das Crafting ist ein großes Spielelement, ihr könnt euch total viel Gegenstände, wie gesagt, verbessern, selber herstellen und das macht auch viel Spaß, dann immer wieder neue coole Waffen zu finden, denn die Waffen haben eine gewisse Haltbarkeit, müsst ihr irgendwann, könnt ihr sie nicht mehr reparieren und müsst sie wegwerfen. Ist aber überhaupt nicht schlimm, weil so variiert ihr mit den Waffen, ihr findet ihr auch immer wieder bessere Waffen und deswegen ist das überhaupt kein Thema. Jetzt zum Fazit, nachdem ich euch ein bisschen was erzählt habe, um was es in Dying Light geht und wie die Spielmechaniken sind. Ich persönlich hatte mit Dying Light sehr, sehr viel Spaß. Das liegt zum einen daran, dass ich ein großer Freund von Zombies in Videospielen bin. Ich habe die Mechaniken gemocht, also diese Parkour-Mechanik, als auch einfach mal sich in eine Horde Zombie stellen und sich da fröhlich durchschnetzeln. Die Geschichte habe ich nicht ganz so genossen, aber die hält einem lang bei der Stange. Die ganzen Nebenquests und so weiter sind nicht Ubisoft-mäßig wie bei Assassin's Creed oder dergleichen, dass eure Karte zugeschissen ist mit Symbolen, die ihr dann der Reihe nach abarbeitet, was dann irgendwo in Arbeit ausartet, sondern es sind wirklich motivierende Aufgaben. Nicht immer wieder dasselbe, sondern immer wieder schöne kleine Geschichten, die euch in den Nebenquests erzählt werden. Und das ist ein ganz großer Pluspunkt für mich, der mich immer noch motiviert, das Spiel zu spielen, nach über 30 Stunden Spielzeit, in der ich sehr, sehr viel Spaß hatte. Das heißt, das Spiel ist geeignet für alle, die auf Zombieschnetzler stehen, à la Dead Island oder auch Dead Rising. Wer das gemocht hat, wird auch mit Dying Light sehr viel Freude haben. Wer jetzt allerdings einen Shooter erwartet, der viel ballern will, der ist hier komplett in der falschen Adresse. Es gibt zwar auch hier und da Ballermissionen, wo er gegen menschliche Gegner spielt, aber dafür ist die Mechanik einfach nicht ausgelegt. Da gibt es wesentlich bessere Alternativen. Wer eine gute Geschichte erleben will, ist ja auch an der falschen Adresse. Wer einfach Spaß hat, große Horden an Zombies niederzumachen, das Ganze geht im Übrigen, das habe ich schon fast ganz vergessen, kooperativ mit bis zu 3 weiteren Mitspielern, also könnt ihr zu viert da rumrennen. Ich habe es 10 Stunden lang zu zweit im Koop gespielt, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist kein Spiel, wo ich sage, das müsst ihr unbedingt im Koop spielen, das ist alleine mindestens genauso gut. Also man kann es zu zweit, dritt, viert oder alleine spielen, macht keinen Unterschied, kommt immer ganz gut. Also wenn ihr auf Zombie steht, solltet ihr euch dieses Spiel auf jeden Fall holen. Das ist alternativlos aktuell auf den aktuellen Konsolengenerationen. Da kommt maximal eben noch Dead Rising 3 ran, das auch ein super Zombie-Spiel war. Ansonsten gibt es da keine Alternative aktuell zu. Wer sich jetzt jedoch gruseln will und denkt, das ist jetzt irgendwie so ein Spiel, wo man sich in die Hose macht, wenn man das eben abends spielt, der ist auch hier an der falschen Adresse, denn es ist zwar zu Beginn ein bisschen gruselig zur Nacht, aber später lässt das ganz stark nach. Deswegen gibt es auch an dieser Stelle keine Wertung, denn ich habe euch versucht zu umschreiben, für wen das Spiel geeignet ist. Ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid. Ihr könnt mir natürlich noch Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen dazu habt. Klatscht die unten in die Videobeschreibung. Ich versuche so viel wie möglich zu beantworten und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr dieses Video mochtet. Ansonsten, wer wissen will, wie ihr an das Spiel kommt, ich hatte ein Video gemacht, wie ihr ganz easy Dying Light runterladen könnt. Link dazu, wie immer in der Videobeschreibung. Guckt da mal rein, da gucken wir viel zu selten mal Leute rein. Also wer das Video verpasst hat, klickt sich da noch mal rein und dann wisst ihr eben, wie ihr an Dying Light rankommen könnt. Das war's von mir, bis zum nächsten Video. Haut rein!